Und wenn wir alle Taschen gefaltet haben, geben wir sie in eine Pfanne mit ca. 2 bis 3 Esslöffel Öl. Dabei setzen wir sie recht dicht aneinander. Da lassen wir sie ca. 2 Minuten anbraten. Dabei werden sie unten schön goldbraun. Dann geben wir ungefähr 65 ml Wasser hinzu, geben den Deckel drauf und lassen sie so lange kochen, bis das Wasser weg ist. Das dauert bei mir ca. 4 Minuten. Danach kommt der Deckel weg und wir lassen sie nochmal etwa 2 Minuten weiter braten. Die sollen unten richtig schön gebräunt sein. Ich rüttel jetzt kurz dran, um sie vom Pfannboden zu lösen, kann aber sein, dass ihr mit Stäbchen oder dem Pfannenwender oder was auch immer ihr benutzt, etwas nachhelfen müsst. Heißen ja schließlich auch Potstickers. Die sind jetzt fertig und können rausgeholt werden. Wir haben sie jetzt nochmal alle umgedreht, denn sie werden üblicherweise mit der gebräunten Unterseite nach oben serviert. Und wer mag, kann noch ein paar Lauchzwiebelringe darauf verteilen. Als Soße dazu wird gerne eine Soja-Essig-Soße gereicht, wie zum Beispiel diese hier, die ich euch eben gezeigt habe.